Hallo, ich bin Christian, Gründer von Krotus Computer. Zum Black Friday haben wir 6 besondere PCs zwischen 600 und 3000 Euro im Angebot, welche günstiger als die Einzelteile im Eigenbau sind. Schaut dafür ab Freitag, den 24.11. auf unserer Website vorbei. Die Eule mit Hogwarts Legacy hat sich anscheinend auf dem Weg zu uns verirrt. Wir haben nämlich weder vor noch zum Release ein Exemplar zum Testen gekriegt. Das hat uns aber nicht davon abgehalten, uns erneut in die magische Welt zu stürzen und zu schauen, wie die Nintendo Switch mit der offenen Spielwelt zurechtkommt. Die Version ist trotz stark gedrosselter Grafik, zahlreichen Rucklern und einigen Bugs aber kein totaler Reinfall geworden. Das dürfte vor allem diejenigen freuen, die nur eine Switch zu Hause haben. Wir haben uns in der Redaktion um den Bildschirm geschart, gemeinsam gelitten und überraschend viel zusammen gelacht. Hogwarts Legacy ist zwar kein Irrwicht, aber so wurde die unheimliche Erfahrung trotzdem unterhaltsam. Sieh mal! Hippogreife! Aus dem verbotenen Wald. Um direkt den Hippogreif im Raum anzusprechen, das Spiel läuft. Nicht gut, aber es startet. Bleibt an und rettet sich durch Erste-Hilfe-Maßnahmen wie zusätzlichen Ladebildschirm vor dem Totalausfall. Dadurch, dass wir es nicht im Voraus bekommen haben, haben wir uns Sorgen gemacht, wie es um die Switch-Version steht. Aber sie hat uns fast schon ein bisschen positiv überrascht, denn trotz aller Einschränkungen, die Nintendo-Fans mittlerweile gewohnt sein dürften, ist es spielbar. Gerade für jüngere Potterheads, die den Release wie auf heißen Kohlen erwarteten, können wir also halbwegs Entwarnung geben. Trotzdem ist es uns wichtig, euch von den vielen Problemchen und Problemen zu berichten, damit es keine bösen Überraschungen unter dem Weihnachtsbaum gibt. Wir gehen zumindest davon aus, dass vor Ende des Jahres noch einige Exemplare von Hogwarts Legacy über die Ladentheke gehen werden. Und bevor Oma, Opa, die Eltern oder andere liebe Menschen einkaufen gehen, die nichts mit Videospielen am sprechenden Hut haben, wenn ihr noch eine andere Plattform zu Hause habt, dann nehmt lieber die. Die Version für die Switch empfehlen wir euch wirklich nur dann, wenn sie eure einzige Möglichkeit ist oder ihr wirklich viel Wert auf das mobile Zocken legt. Das ist sowieso eine gute Idee, weil die schlechte Grafik auf dem kleinen Bildschirm deutlich besser wegkommt. Zahlreiche Texturen sind matschig und müssen nachgeladen werden. Ständig ist etwas am Flimmern und vieles ist einfach unscharf. Die Grafik erinnert an manchen Stellen sogar an Pokémon Karmesin und Purpur, aber diese Erinnerung würden wir am liebsten mit Obliviate wieder löschen. Es würde uns nicht wundern, wenn schon der ein oder andere Heuler ins Büro von Avalanche Software geflattert ist, aber, und das möchten wir ausdrücklich betonen, dass Hogwarts Legacy es tatsächlich auf die Switch geschafft hat und sogar nach einigermaßen läuft, grenzt schon fast an ein Wunder. Ein anspruchsvolles Spiel auf eine Plattform zu bringen, die technisch etwa 2 Konsolengenerationen hinterherhinkt, verdient dafür schon ein Erwartungen übertroffen. Die Erde sollte die Wurzel wie eine warme, schmutzige Decke umhüllen. Dann fühlt sich die Alraune richtig wohl. Statt Trankzutaten, Pergament und Kessel braucht ihr für den Ausflug nach Hogwarts Geduld, Humor und 2 zugedrückte Augen. Die Ladebildschirme brauchen nicht nur länger als sonst, sondern kommen auch öfter vor. Die offene Spielwelt ist auf der Switch auch nicht mehr so richtig offen. Das macht sich nicht nur im Schloss bemerkbar, wenn ihr von einem Bereich in den anderen wechselt, sondern auch in Hogsmeade. Vor dem Dorf kommt ihr an eine unsichtbare Wand und müsst erstmal 30 Sekunden warten, bevor ihr durch die Gassen streifen könnt. Das gleiche passiert auch, wenn ihr ein Geschäft betretet oder wieder verlasst. Aber es ist nicht nur Geduld gefragt, wenn ihr jedes Mal 15 bis 20 Sekunden warten müsst, um durch die Tür zu kommen. Sobald ihr wieder draußen seid, muss sich auch die Umgebung erstmal von der Ladezeit erholen und nimmt erst nach mehreren Augenblicken ihre eigentliche Textur wieder an. Auch beim Schnellreisen innerhalb des Schlosses könnt ihr euch ganz entspannt zurücklehnen und 20 bis 30 Sekunden lang einen Schokofrosch genießen. Das ist tatsächlich etwas schneller als auf der PS4, allerdings muss die Switch ja auch nur eine schwächere Version von Hogwarts laden. Ihr könnt das Schloss natürlich auch ganz zu Fuß erkunden, aber die Türen brauchen manchmal einen ganz schön langen Moment, bis sie euch in den nächsten Gang lassen. Außerdem verliert die eigentlich herausragend designte Zauberschule durch die schlechte Grafik einiges an Reiz und wirkt nicht mehr so eindrucksvoll. Das liegt auch daran, dass Texturen und Charaktere nur wenige Meter vor euch ins Bild ploppen. Wenn weiter entfernte Figuren zu sehen sind, sind sie meist langsamer unterwegs als ihr. Kurz gesagt, schaut euch möglichst nichts aus nächster Nähe an, aber bleibt trotzdem nah genug, damit das Spiel die Texturen überhaupt richtig lädt. Was rede ich? Natürlich sind sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander.
Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Zombieblicke und flimmernde Haare stehen in Hogwarts an der Tagesordnung. Die ganze Pracht oder eher das ganze Ausmaß der nicht mehr ganz offenen Spielwelt macht sich beim Fliegen bemerkbar. Die Landschaft ruckelt und zuckelt und ploppt manchmal so plötzlich auf, dass es schon unterhaltsam ist. Das scheint für die Bewohner der Welt aber ganz schön anstrengend zu sein. Wir haben zum Beispiel ein Schaf getroffen, das sich zur Erholung erstmal halb in den Boden legen musste. Ja, das können wir verstehen. Positiv überrascht hat uns dafür das Fliegen. Das fühlt sich nämlich nicht so an, als wären wir auf einem alten Sauberwisch unterwegs. Die Erkundungstour in der Luft läuft recht stabil, offenbart aber die Texturen des Schreckens. Nicht nur, dass der Blick auf die matschigen Bäume und Hügel frei wird, das langsame Nachladen verpasst der Immersion einen ordentlichen Dämpfer. Die Landschaft wird sogar in verschiedene Bereiche eingeteilt, die durch klare Linien voneinander getrennt sind. Manche tauchen noch kurz auf und verschwinden plötzlich wieder. Vielleicht hatte da auch Peeve seine Finger im Spiel. Trotzdem passt die Umsetzung des Fliegens zum restlichen Eindruck. Nicht gut, aber auch nicht so schlimm, wie es hätte sein können. Zumindest, wenn man seine Ansprüche herunterschraubt. Hogwarts Legacy hat die Katastrophe gerade noch verhindern können. Es hat uns aber an unerwarteten Stellen wie mit einem Schockzauber erwischt. Am Ende des Tutorial-Abschnitts, bevor wir das Schloss zum ersten Mal betreten konnten, tauchte ein Hinweisfeld auf. Entweder wir laden uns ein deutsches Sprachpaket herunter, obwohl wir schon mit deutscher Synchro gespielt haben, oder es geht ab jetzt mit englischem Ton weiter. Und das, obwohl wir die digitale Version frisch heruntergeladen hatten und es keine Updates dafür gab. Aber die deutsche Fassung braucht anscheinend nicht zwangsläufig eine vorinstallierte deutsche Synchro. Zusammen damit, dass das Spiel nach dem Tutorial mit mehr Rucklern zu kämpfen hat, vermuten wir, dass der erste Abschnitt etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen hat als der Rest. Die Switch scheint außerdem mit Lumos und Nox durcheinander zu kommen, die Lichtverhältnisse schwanken nämlich stark. Egal ob in der Kutsche zu Beginn des Abenteuers, auf dem Weg zur Kartenkammer oder in Zwischensequenzen. Manchmal war es zu dunkel, manchmal zu hell und irgendwie hat unser Charakter ständig eine leicht andere Haarfarbe. Mal ganz abgesehen davon, dass die Haarsträhnen teilweise im Gesicht drin hingen und wir die Pixel mit bloßem Auge zählen konnten. Ja, Sir, ich fange in der 5. Klasse an. Durch die Kombination aus Rucklern, fehlenden Texturen, schlechter Grafik und langen, teils zusätzlichen Ladezeiten bekommt Hogwarts Legacy von uns auf der Switch zwar kein Troll, aber definitiv Punkteabzug. Den Hauspokal kann es so eindeutig nicht gewinnen, nicht mal mit Hilfe von Dumbledore. Aber die Switch-Version ist für zwei Zielgruppen immerhin eine vertretbare Option. Auf der einen Seite für Fans, die keine andere Konsole haben, und auf der anderen für die jüngere Zielgruppe, der Grafik vielleicht noch nicht so wichtig ist. Allen anderen möchten wir ans Herz legen, sich vom PC, der PlayStation oder Xbox verzaubern zu lassen. Dort erwarten euch die besseren Versionen, eine tatsächlich offene Welt und ein beeindruckendes Schloss. Wer war das? Ich weiß nicht. Wenn ihr auf die Switch zurückgreifen müsst, empfehlen wir euch, möglichst viel im Handheld zu spielen. Dabei fällt die geringere Auflösung nicht so stark auf und ihr nutzt automatisch das Feature, das außer dem Steam Deck keine andere Plattform zu bieten hat. Nehmt es im Zweifelsfall mit einer Prise Humor und habt Spaß mit den Zombie-Augen, nur zur Hälfte geladenen Gesichtern und Wesen, die im Boden versinken. Dann kriegt euch der Irrwicht auch nicht so schnell klein. Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen.